Du hast Bock, eine 20 Euro PSN oder Xbox-Karte zu gewinnen? Dann lass jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und schreib mir unbedingt einen Kommentar, denn nur dann kann ich dich auch wirklich finden. Ich werde dann aus allen Videos, die ich jetzt noch in den nächsten Tagen mache, einen Gewinner aus den Kommentaren heraussuchen. Also unbedingt bei den nächsten Videos dann auch immer einen Kommentar da lassen. Ich werde einfach dann, wie gesagt, ein Video aussuchen, wo ich dann eben in die Kommentare gehe und da einfach irgendwen raussuche. Deswegen da einfach mal am Gewinnspiel teilnehmen. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA-Talk und heute habe ich wieder mal drei sehr interessante Themen vorbereitet. Beim ersten Thema geht es um FIFA 18, beim zweiten Thema geht es schon um FIFA 19 und auch um den FIFA 19 Trailer und beim dritten geht es nochmal um ein FIFA 18 Thema, welches mit FootDraft zu tun hat. Und dann beginnen wir direkt mit dem ersten Thema und dabei geht es um das Team of the Week 38. Wo ist es? Es ist nie rausgekommen, Jungs. Das Team of the Week 38 ist nie erschienen. Stattdessen hat EA Icon SBCs im WM-Modus herausgehauen. Also es sind tatsächlich eben diese Live-Icon-SBCs rausgekommen, wo du unendlich viele Icons machen kannst. Das Ganze macht das Spiel natürlich ein bisschen kaputt, da dann im WM-Modus ganz viele Leute einfach nur noch mit Icons rumlaufen. Andererseits ist es natürlich geil, solche Packs zu öffnen, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber es war auf jeden Fall das erste Mal der Fall, dass gar kein Team of the Week kam. Das gab es bis jetzt eigentlich noch gar nie. Und ja, dann sind wir jetzt auch schon beim zweiten Thema angelangt und zwar gibt es einen neuen Skill-Move in FIFA 19 und es werden wahrscheinlich auch noch mehrere dazukommen, aber im Trailer hat man auf jeden Fall einen heraussehen können und das habe ich beim Mo gesehen, Link dazu in der Beschreibung, dort seht ihr auch dann nochmal genau den Skill-Move und eben auch das Video drumherum. Und im FIFA 19 Trailer sind allgemein auch noch ganz viele andere interessante Dinge aufgetaucht, die man so vielleicht nicht direkt erkannt hat. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich zu diesem Trailer noch gar nichts hochgeladen habe, aber es ist jetzt auch nicht mehr sinnvoll, finde ich, denn es haben schon ganz viele andere Leute diesen Trailer analysiert, zum Beispiel eben der CBT, den ich hiermit auch unterstützen möchte. Deswegen schaut in die Beschreibung rein, dort habe ich seine Trailer-Analyse verlinkt. Er geht dort wirklich ganz genau auf jedes einzelne Thema ein. Das Video geht glaube ich, über 15 Minuten, aber ist halt auch wirklich sehr detailliert und genau recherchiert. Also falls ihr wissen wollt, welche kleinen Details im Trailer noch wichtig sind, dann checkt jetzt dieses Video in der Beschreibung ab. Also wie gesagt, ich könnte ja jetzt auch noch eine Trailer-Analyse starten, aber das macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn das eben eh schon andere Leute gut gemacht haben. Und dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Thema dieses FIFA-Talks und zwar neigt sich FIFA 18 ja jetzt schon langsam dem Ende zu und ich denke mal, ihr habt ganz, ganz viele FootDrafts gespielt. Und deswegen meine Frage an euch, was waren eure besten FootDraft Rewards in FIFA 18 im gesamten Jahr? Was hattet ihr da für beste Belohnungen? Bei mir persönlich war es glaube ich nur ein 50k-Set und ein paar Münzen. Allerdings gibt es dieses eine Bild, wo jemand 75.000 Münzen und auch noch ein 100k-Pack bekommt. Aber falls du vielleicht noch bessere FootDraft Rewards hattest, dann schreib mir das auf Instagram, schick mir dazu ein Bild. Auf Instagram heiße ich FIFA_AllStars_David. Ich bin gespannt, vielleicht knackt ja jemand diesen Rekord von 75.000 Münzen und eben einem 100k-Pack und auch noch einem weiteren Pack. Also wie gesagt, diese Rewards sind wirklich krank und sowas hatte ich persönlich noch nie in einem Draft bekommen. Okay Freunde, das war's auch schon wieder hier mit diesem FIFA-Talk. Falls er dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, vergiss nicht am Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu einfach ein Abo dalassen, ein Like dalassen und einen Kommentar schreiben. Auch in den folgenden Videos, damit ich da eben euch finden kann. Und wenn ihr unter jedem Video kommentiert, habt ihr natürlich eine höhere Gewinnchance, als wenn ihr jetzt nur unter diesem hier kommentiert. Und damit bin ich auch schon raus. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Und ja, dann vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.